Schönen Ostersonntag wünsche ich euch zusammen und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 2 Snaymord. Ja, ich habe ein bisschen nachgeschaut, ein bisschen Guides nachgeschaut und wir werden nicht Armageddon killen, wir werden auf Fissure gehen und einfach Hurricane am Laufen haben. Das hat einfach einen Grund, weil Fissure einfach viel mehr Damage macht. Und Armageddon dann nicht, hat sowieso sehr wenig Radius, also hat nur 5,3 Yards Radius. Das ist ein bisschen wenig. Dort hat Hurricane schon ein bisschen mehr. Aber immerhin freest das die Gegner, die zu nahe kommen, also schon gut eigentlich. Ja, dann können wir noch Zyklon Armor dazu nehmen, statt Armageddon. Und die anderen sind, wie gesagt, 1 und 60. Ja. Bei den Stats muss ich schauen, dass wir genug Dexterity haben. Gleich wie wir Strength. Und Energy werde ich jetzt nicht mehr skillen, ist jetzt nicht mehr so wichtig. Die 40, die reichen, also. Auch wenn wir die nicht hätten reintun sollen oder müssen. Ich lasse sie trotzdem drin. Weil später, es ist egal, ob wir 10 auf Energy haben oder 10 auf Vitality. Es ist furz egal. Man haltet sowieso so viel aus und man hat sowieso so viel Mana, dass es gar keinen Sinn mehr macht, wo man die Stats eigentlich hintut. Und deshalb, ja, lassen wir das so. Okay, 3 Raten können wir. Gut. Und den kleinen Nachladeruckler oder so. Das hat's bei Diablo 2 manchmal. Oder vielleicht auch mit Fraps halt ein bisschen. Also machen wir ein bisschen auf Dexterity schon mal. Und hier Firestorm natürlich. Und die anderen können wir ja noch nicht. So. Ein Sash. Brauchen wir nicht. Für mich sind die Sockel wichtiger als irgendwelche Bonis von blauen Items. Wie ich das sehe, hat ja ein kleiner Cast Delay hat Firestorm, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Später ist es dann schlimmer, aber dann benutzen wir den Skill auch nicht mehr, also. Jo, ist das schon gut. Wir sollten dann zwischendurch auch mal ein paar MF-Runs machen, aber bis wir im Kloster, im inneren Kloster sind, müssen wir den noch nicht machen. So. Aber die gehen relativ schnell und sind eigentlich sehr ausgiebig. Ja, trifft doch endlich. Oh je. Oh, ein Juwel. Gut. Wenn die im Friedhof nicht so viel Damage machen würden, also vor allem die Magier, dann könnten wir dort ein bisschen leveln, aber ich glaube, das bringt überhaupt noch nichts. Man bekommt noch nicht viel EXP über. Da bleiben wir noch bis 14 und ja, wir sind schon 14. Also dann können wir ins Feld der Steine gehen. Oh je. Wo ist es wieder mit der Sterne? Ich glaube bei Dungeon Siege 1 war Halle der Sterne oder so. Ich vertausche das immer wieder. So. Aha, das ist der Friedhof. Okay, da müssen wir doch runtergehen. Hui. Die Wölfe werden dann gute Blocker, also wenn wir die ein bisschen hochstufen mit Items mit Plus zu Skill-Punkten, zum Beispiel Charms am besten, dann geht es eigentlich gut ab. Und wir haben dann sehr gute Beschütz-
Und wir können von hinten dann casten. Am besten mit Tornado. Oder Twister. Ja, weiß jetzt nicht genau, welchen wir denn angreifen. Und Fissure als Nebending. Also Fissure. Riss, glaube ich, heißt das auf Deutsch. Macht so ein kleines Gebiet mit Spalten und so offen. Und es macht Damage over time. Also können wir das manchmal casten und dann immer wieder Tornado spammen oder sonst irgendwas. Ist übrigens ein sehr interessant zu spielen der Charaktere. Und ja, macht sicher Spaß dann. Weil er natürlich auch nicht übermächtig wird. Und die Items auch nicht so leicht zu finden sind, aber schon leichter als manch andere. Zum Beispiel bei der Bow Amazon muss man schon immer wieder Items upgraden, also immer wieder neue Items finden, damit man eigentlich mithalten kann mit höheren Gebieten. Wie zum Beispiel den Ultimate Dungeon, dem neuen Dungeon hier in Snay. Es gibt übrigens zwei, aber der ist nicht der neue Dungeon, der wurde einfach erweitert. Und der ist dann in Akt 5, der heißt Hals Dungeon und hat so verschiedene Hallen, die man die Herausforderung bieten. Jeder hat eine andere Herausforderung und die muss man dann knacken, um dann ja den Endboss dort zu besiegen. Wo der übrigens gar nicht der stärkste Gegner vom Hals Dungeon ist. Und das werden wir dann sehen. Hat er überhaupt ein Viertel Chance, dass er da ist. Und ja, dadurch müssen wir halt mehrmals Runs machen. Aber der droppt eigentlich sehr viele Jumps, also ja. Aber das werden wir erst später sehen. Ich will auch nicht zu viel spoilern. Lieber hier aufs Spiel konzentrieren, weil man bekommt doch schon viel Damage über. Wenn man mal auf einen Gegner trifft mit Feuerverzauberungen, dann sieht es richtig heftig aus. Okay, hier haben wir eine Quest. Eine neue Quest bekommen wir hier. Die Schwester, also der vergessene Turm heißt die Quest, über die Schwester, Blutschwester da. Die Gräfin, genau. Oh, ich habe wegen der Mods schon Ewigkeiten nicht mehr Diablo 2 auf Deutsch gespielt. Ich weiß nicht mehr so viel auf Deutsch. Und kann es auch nicht so gut übersetzen, leider, weil ich nicht so gut Deutsch, Englisch kann. Englisch auf Deutsch übersetzen kann. Da beim Steinkreis war ja der Rakani-Schuh. Bei dem müsst ihr in diesem Mod aufpassen, wenn ihr ein Schild tragt, dass ihr nicht in den Block-Delay kommt und somit keinen Schaden mehr anrichten könnt. Bis das Schild fertig geblockt hat. Oder zum Beispiel bei der Amazone, die hat so Ausweichskills, da müsst ihr sehr aufpassen, dass ihr bei ihm nicht gerade zu oft ausweicht. Vom Charakter her, also ausweichen, aus dem Weg gehen schon besser. Aber eben, das könnt ihr nicht so gut. Aber man sollte eigentlich den mit paar Schlägen töten können. Und schwer wird er eigentlich erst in Hell, also im Schwierigkeitsgrad Hell. Wenn er manchmal so extrem immun ist gegen drei Schadens. Arten. Und ja, dadurch hat er ein bisschen kniffliges zum Töten. Für uns, wir haben drei Schattensarten. Für uns ist es eigentlich egal, wenn wir ein paar gute Items haben, die die Resistenzen der Gegner senken und so weiter.
Da gibt es ein paar sehr gute Items. Okay, wenn wir Fissure haben. Firestorm und Vulcano müssen wir. Okay, Firestorm und Vulcano. Okay, der hat schon 33 bis 46 Schatten. Dafür Mana kosten 15, ab dem müssen wir ja nicht immer wieder spammen. Okay. Ich werde übrigens zuerst wahrscheinlich eher auf Feuer gehen, also bei Feuer bleiben. Und später erst ein bisschen Eis dazu. Weil so viel Eis brauchen wir noch nicht. Ich werde nur Hurricane, dann ist Skin am Anfang. Und vielleicht Energy, also Zyklonrüstung. Und ja, dann mal schauen. Also genug Punkte werden wir haben, dass wir relativ, bis es extrem, also bis es eigentlich schwer wird, extrem schwer wird es eigentlich nie, aber bis es schwer wird, haben wir dann alle wichtigen Skills vollgeskillt und müssen da nicht mehr auf die Attacken schauen. Können wir einfach alles durchspammen, bis alle tot sind. Du nervst. Ja, töte du mal ein paar. Was hast du für ein Level? Ach, 14, okay. Ja, sie hat es jetzt geschafft, über diese 0 XP-Kurve zu kommen. Da müsst ihr schauen, dass ihr... Okay, ich bin Level 20, super. Molten Builder 1, Arctic Blast 1 und Oak Sage 1. So, jetzt haben wir 101% mehr Leben. Boah. Krass. Können wir nicht den Vogel auch noch so beschwören. Haben wir drei Vögelchen wieder. Und jetzt haben wir schön viel Leben. Wir haben 298 Leben. Wow. Krass, krass. Hier müsst ihr auch wieder schauen, da gibt es ein paar starke Gegner, die ein bisschen unbalanciert sind. Wie zum Beispiel hier die Bogenschütz von den Zef, also von den Gefallenen, glaube ich jetzt so. Nein, nicht Gefallenen. Von den Zurückgekehrten, genau. Können wir noch nicht tragen. Level 25. Creme Coal. Kannst du den mal nehmen? Damit kann ich jetzt noch nicht. Ah, Level 20. Ah, ich kann das noch erst tragen. Und sonst. Saints of Strange, sehr gut. Oh, jetzt haben wir keine Scrolls mehr. Okay. Ah, hier haben wir noch eins. Boah, Kreis. Das brauchen wir überhaupt nicht. Weil wir eine Challenge haben, dass wir keine Items von anderen Moves mitnehmen, nur auf die anderen Moves reintun, bis wir eigentlich vorgeschritten sind, also bis wir sie nicht mehr brauchen. Ja. Können wir das, also War Kreis, gar nicht gebrauchen. Könnten wir eigentlich, eigentlich sonst auch nicht gebrauchen. Ich möchte noch den Speedwolf Skin Oak Sarge, lasse ich so. Und ob ich den lassen soll, wie viel macht der? 2% pro Level. Ne, momentan nicht. Wir machen lieber Fissur ein bisschen stärker noch. Das wollte ich jetzt nochmal. Ah ja. Machen wir hier C und hier V. Einen. Okay, erst einen. Okay.
Ja, greif du den an, bitte. Oh, eine Ephorel. Einen ätherischen Bogen. Die machen mehr Damage, aber haben Haltbarkeit nur einmal, also sind eigentlich zerstörbar. Okay, der Wolf ist noch nicht stark. Da müssen wir eigentlich den noch nicht beschwören. Au, und das war eine Frost, no, also Frostverzauberung. Und wir bekommen so viele Levels jetzt. Ich habe ja gesagt, wir bekommen relativ oft Levels nach 24 über. Und das wird sich jetzt eigentlich immer wie weiter, immer wie schneller wird das gehen. Bis, glaube ich, 150. Ja, jetzt gehen wir weiter. Firestorm, mehr brauchen wir nicht. Und ja, bei Gaisnay ist es also relativ leicht, auf Stufe 150 zu kommen, wenn man mal Level 24 gewesen ist. Ich sehe jetzt, die greifen mich die ganze Zeit an und ich verliere fast kein Leben. Das ist richtig Wahnsinn. Gut. Das freut mich sehr. Ich liebe den Druiden dafür. Und später hat so viel Skills noch bei Oaksarch, dass wir so viel Life haben. Nur durch die Oaksarch alleine, ohne die Stats-Punkte, ohne alles, haben wir dann schon irgendwie 10.000 Leben. Und zusammen mit den Stats-Punkten und den Items und so hat man über 30.000 Leben. Dann wird zwar die Kugel nicht mehr richtig angezeigt, aber das Life existiert dann immer noch. Und ja, das werden wir dann sehen. Weil es ist Overflow dann, also die Kugel ist dann zu voll, so dass sie wieder unten anfängt. So, Vitalität natürlich, 366 Leben. Wow. Jetzt müssen wir schauen, dass wir, wenn wir Level 40 sind, hier Fissure Skin. Aber das sehen wir ja dann. So, was ist hier oben? Ist jetzt die Flamme größer geworden? Also höher ist sie geworden, glaube ich, aber größer. Ich weiß es jetzt nicht. Bei anderen Mods hat man größere, eine größere Version vom, vom Diablo, vom Über-Diablo, glaube ich. Aber das ist schon fast gecheatet, also ich weiß jetzt nicht, welche Mods die das haben. Aber es gibt ein paar Mods, die haben eine große, einen großen Feuersturm. Auch so reicht auch, also gehen noch weit, also bis hierhin. Das reicht allemal, also Größe müssen wir den noch nicht haben. Später wäre es cool, aber dann haben wir sowieso Fissur. So. Level 30 Firestorm. Ja, und hier ist zu deinem Tod. Das ist dann das Überlevel. Your Death. Da gibt es extrem schwere Gegner. Da geht ihr am besten nicht weit. Ich habe mich schon reingewagt, aber weiter gehe ich auch nicht. Nein, die One-Hitten euch. Auch mit 300 Leben. Mit 384 Leben schon. Wahnsinn. So, gehen wir hier rund herum. Wir sehen immer noch nichts. Da könnt ihr ein paar Items kaufen oder Tränke kaufen, die ihr Lichtradius-Ding oder Games suchen. Die haben manchmal auch Lichtradius drauf. Und ja, mehr kann man leider nicht machen. Oder Fackeln, genau, Fackeln kann man noch mitnehmen. Die sind vom Snaymod exklusiv. Und damit erhöht sich auch unser Lichtradius. Einfach aktivieren und dann
hat einen erhöhten Lichtradius, keine Fackel in der Hand oder sowas, aber ein erhöhtes Lichtradius und ja. Das nützt natürlich ungemein. Und 403. Wie viel hat sie jetzt? Durch den Ding. 326. So was von geil. Wir könnten schon schnell eigentlich die 30.000 knacken, also muss man nicht mal Level 400 sein. Aber es wird natürlich schwerer. Weil viele Items einfach über Level 400 sind. Manche sind sogar über Level 470, 80. Und der größte Ding, also der Vernichtikus, wo ich schon, glaube ich, mal darüber geredet habe, der hat, glaube ich, 499, also, oder 500 sogar, weiß ich nicht, ne? Aber ja, das seht ihr mal. Es gibt zwar nicht mehr so viele Items da, so hoch, die so hoch sind, aber es gibt immer noch Items, die das können. Und danach unglaublich stark sind. Also ein Item, aber ich weiß nicht mehr genau, welches das ist und was es für ein Item-Typ ist, aber das hat auch Stufe 94, glaube ich, oder so. Und ist extrem schwach. So, jetzt sind wir im dunklen Wald, oder wie das heißt. Darkwood, dunkler Wald, scheinbar, ja. Der Feuerball trifft uns nicht. Beide nicht. Wow, der Damage. 71 bis 181. Richtiger. So, gehen wir mal ein bisschen rüber. Am liebsten hier den Buff vom AXP. AXP plus 50% Buff mitnehmen. Weil wir momentan so ist eigentlich fast unendlich Ausdauer haben. Bringt der andere Ausdauerschein gar nicht. Also, ja. Nehmen wir den. Hier ist der Ausgang irgendwo. Da müssen wir... Ah, hier ist das WP. Aber wir müssen noch kurz den Baum suchen. Den Horadrim-Baum. Es ist irgendwie komisch, in Diablo 2 dreht sich alles um die Horadrim und in Diablo 3 plötzlich von den Nephalems. Das sind dann die Nephalems, die Oberpros. Ja, hier sind eigentlich die Horadrim auch nicht die Oberpros, aber eben die Forscher und die Wissbegierigen. Aber wahrscheinlich haben sie auch das gemacht, damit die Leute, die immer alles langweilig finden, nicht gerade einen Punkt haben, wo sie dann meckern können. Also ich finde so etwas geht gar nicht. Man kauft ein Spiel nicht, um nach Fehler zu suchen. Man kauft ein Spiel, um Spaß daran zu haben. Und das checken viele Leute eben nicht. Und das finde ich voll doof. Also ein Entwickler kauft
macht das Spiel ja nicht, um perfekt zu sein. Also wieso sollten die sich eigentlich auch auf Kritik einlassen? Und vor allem die, die einfach nicht anständige Items suchen können oder so und dann immer meinen, oh, das Spiel ist schwer oder das Spiel ist gemein. Und dann wird alles wieder genervt oder... Oh je, schlimm. Am schlimmsten ist es schon bei League of Legends. Kaum sieht jemand, wie ein anderer Charakter OP ist, muss er das nehmen, dann muss der Nächste das nehmen, dann der Nächste. Und irgendwann werden die schwächsten Charaktere sogar genervt, weil sie einfach überzugespielt werden und gar nicht mal so stark sind und so weiter. Also irgendwie voll doof. Kakabona. So, jetzt hast du aber... Nein, du hast immer noch Stufe 14. Wir müssen die noch nachleveln. Am besten. Ich denke... Nein, wir können auf uns allein aufpassen. So. Und holen dann lieber einen Akt 2 Söldner. Resistenzen, gut. Oh, ein MF-Ring, den nehmen wir natürlich. Können den Damage-Ring, den nützt bei uns nichts. Gift-Damage nützt bei uns auch nichts. Requirements, das nehmen wir mit. So, und der Rest ist Schrott. Und hier haben wir noch Feuerresistenz, auch gut. So. Nein, zu Energy brauchen wir jetzt gerade nicht. Wir haben genug Mana. Aber dann, wenn wir Fissure haben, können wir den nehmen. So. Level 40. Gut. Ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen und jo, schöne Ostern noch. Bye-bye. Tschüss.